In seiner Ecke sein Bruder Johnny Keter. Der Kampf ist angesetzt auf 10 Runden. Die Kämpfer zur Mitte, the fighters to the middle. Okay, gentlemen. I gave you the instructions in the dressing room. Bring your arm to my middle, okay? I want a clean and fair fight. Listen at all times to my commands and protect yourself at all times. Touch gloves and good luck, okay? Okay. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin. Es sind 10 Runden angesetzt in diesem Kampf. Der Titelverteidiger heißt Mike Keter. Da könnte man jetzt sagen, holen wir mal schnell den Atlas raus und gucken das mal nach. Was kann das denn sein? WBC Eurasia Championship. Umgangssprachlich sagt man häufig, es ist so ein bisschen die WBC Europameisterschaft. So könnte man das sagen. Ein paar andere Länder sind noch mit dabei. Mike Keter gerade mit der rechten Fuß durchgekommen. Also auf jeden Fall ein wichtiger Titel, wenn man weitere Schritte auf dem Weg nach vorne machen kann. Ein kleinerer Titel, ein Regionaltitel des Weltverbandes. Aufpassen. Keter 15 K.O.-Siege, 18 Siege insgesamt. Kampfonatov 6 K.O.s, 12 Siege, Profi seit 2011. Oh Gott, der Haken ist gefährlich und er kam auch gut und er kam gut rein. Aus der Ecke von Mike Keter, seinem Bruder Johnny. Wir haben Zeit, aber er hat keine Zeit. Er will durchziehen und er trifft voll. Der Mann aus Russland am Boden in dieser ersten Runde. Es sind noch eine Minute und 45 Sekunden. Da wäre noch genug Zeit, den Kampf hier gleich zu beenden. Jürgen Langos, der Ringrichter, hat ihm da in die Augen geschaut. Natürlich wird das noch mal probieren, Keter jetzt hinterher zu gehen, noch mal die Rechte ins Ziel zu bringen. Gut mit links zum Körper. Er verteilt gut. Da kann man sich auf nichts wirklich einstellen. Große Probleme. Und er hat eigentlich die längeren Hände, der hat die längeren Arme. 1,82 Meter groß, Keter 1,65. Zu tief oder Körpern. Wir sehen es an der Handbewegung von Jürgen Langhaus, der sagt, das war eher tief. Also wird er nicht anzählen, nicht der zweite Niederschlag, sondern der erste Tiefschlag gegen Amano könnte im Wiederholungsfall einen Punktabzug bedeuten. Wind aber gut, wieder kommt die rechte durch, wieder ist er durchgeschüttelt. Und der wird sich freuen, wenn er hier gleich erstmal eine Minute Pause bekommt. Diese wuchtige Rechte, die da anflog. Das waren vielleicht noch Millimeter, sonst wäre der Kampf ja schon vorbei gewesen. Er schafft es nicht, die Führhand durchzubringen. Kombolatov fand sich da den kleineren Gegner auf Distanz zu halten. Und das ist gut für Mike Keter. Boah, starke Runde. Das hat ordentlich Kraft gekostet. Gut, die Rechte voll aufs Kinn und da muss er runter. Also erste Runde, ganz klare Runde zugunsten von Keter. 10-8 durch den Niederschlag. Du hast es. Versuch nur auf die halbe Distanz zu bleiben. Also doch, versuch nur noch mit dem Foot. Just Distanz. Johnny Keter. Okay. Er trägt sich die Heroik zu nehmen. Okay, er trägt mich auch. Ein Kickbox-Studio in München. Johnny Keter hatte sich als Amateurboxer ausprobiert, war dann später Bodyguard für hochrangige Politiker. Und der Weltmeisterschaft im Thai-Boxen mit dabei gewesen. Also, das ist eine Kampfsportfamilie. Mike Keter will den Titel im Boxen, im Mittelgewicht. Hat er gestern
ein bisschen Gewichtsprobleme vorher. War 800 Gramm zu schwer, musste dann nochmal ein bisschen abkochen. Keine großen Schwierigkeiten, die letzten 800 Gramm dann noch runterzubekommen. Wollte den Titel im Juli 2014 mit einem K.O.-Sieg in der siebten Runde gegen Michael Kutschivili. Verteidigte ihn gegen Marat Kuseyev. K.O. dritte Runde. Und hier scheint es wieder ein K.O. zu geben. Wieder klasse Treffer von Mai Ketan. Der Gegner steht bei 5. Kannst du noch, willst du noch? Irgendwie war da ein Nicken zu erkennen. Werden wir Jürgen Langus noch sehen beim Zählen. Okay, kann er noch gehen? Ja, Langus schaut da genau hin, in die Augen, auf die Beine, ob es da noch wackelig ist. Nachgeschlagen. Hat ein bisschen verhakt, Kombonatov. Aber das kostet natürlich auch Kraft von Keta, wie er dann nach vorne marschiert, wie er rein rennt. Kurze Rechte, die ist bärenstark. Mit diesem Haken, der gut aussah, rangesprungen. Nowling, step back. Kambalatov dagegen hält, aber das sind die Momente, da am Ringsaal oder in der Ecke hinzustellen. Diese Aktionen sehen super aus von Peter. Da kommt die Rechte durch, wieder fliegt sie kurz vorbei. Jetzt hat er so ein bisschen die Distanz gefunden. Und Volatov, um die Maid-Bewegung genau diesen entscheidenden Zentimeter noch länger zu machen. Und diesen Schlag dann auszuweichen. Okay. Schauen. Noch locker arbeiten, ökonomisch arbeiten. Das war der Widerschlag, klasse, die Rechte, da kam sie voll durch und da kam er auch nicht weg. Kombalatov, da war das Ringseil da. In einigen anderen Szenen, gerade zum Ende der Runde, hat es dann etwas besser reinkommen, locker dann hart, nicht direkt. Oder blenden, wenn er kommt, hart. Perfekt, die Rechte. Also locker anfangen, hören wir da aus der Ecke von Mike Kieter. In der ersten Aktion locker anboxen, hinterhergehen, die Distanz schließen, also sich in die Nahdistanz reinschieben und erst dann mit den härteren Schlägen agieren. Sonst kostet das zu viel Kraft, sonst ist es vielleicht auch zu leicht auszurechnen. Solange da keine Führhand kommt vom Gegner, sollte das gut funktionieren. Er macht sich so klein, Keta ist dann ganz schwer zu treffen. Wieder, gut. Wäre der Schlag in den Nacken gelandet, aber er hat sich selber so rausgedreht, dass der gar nicht woanders landen konnte. Also keine Absicht von Keta und deswegen auch keinerlei Reaktion von Jürgen Langus, der das gesehen hat, der das registriert hat.
nichts machen. Guter Ringrichter geht dann dazwischen, wenn wirklich was passiert ist. Mich runterdrücken. Dann schaut man mal in seine Ecke, ob die ihm da irgendwas sagen kann. Und die Zeichen, die man von dort sehen kann, heißen in die Führhand. Bleib weg. Versuch erstmal wieder zur Luft zu kommen. Klasse. Starker Treffer. Ansatzlos und nochmal die rechte. Voll auf die gleiche Stelle. Klasse gemacht. Richtig gute Aktion von Maiketa. Zweimal hintereinander, schon wieder am Boden. Von Bolatov. Darf er nochmal? Ah, er geht, wenn man das so nennen will. Er steht in jedem Fall. 30 Sekunden. Gute 30 Sekunden. Noch einmal die rechte so. Kommt, dann macht das halt mit der linken erneut am Boden. Da wächst ein kleines Horn links am Auge von Kombolatov. Die Frage ist, ob er wirklich noch will, ob er wirklich noch weitermachen sollte, ob das irgendwie sinnvoll ist. Es sind die letzten Sekunden. Wenn er Glück hat, wird er nicht nochmal getroffen. Wenn er Pech hat, doch. Er hat Pech. Er hat richtig Pech. Er kriegt die Rechte und er geht zu Boden und der Kampf ist aus. Das war mit Ansage wie das Kaninchen vor der Schlange. Er hat hingeschaut auf die Aktion und hat vielleicht selber gedacht, so eine schöne Rechte, die schaue ich mir mal aus der nächsten Nähe an. Kombolatov, und dann ist er eingeschlagen. Klasse gemacht von Keta, der zwischendrin auch gezeigt hat, dass er ein bisschen das Tempo rausnehmen kann, dass er nicht so leicht auszurechnen sein will. Und dann kommt diese Rechte, die kommt ansatzlos, die kommt schnell. Und die hat er ordentlich Wirkung hinterlassen beim russischen Gegner. Hier nochmal, da war die Rechte drin. Er versucht nochmal auf die Zähne zu beißen, kriegt sie nochmal. Sieht man richtig diese Hebelwirkung, wie diese Rechte voll reinfliegt. Keine Chance, den Kopf dann noch wegzuziehen. Das war dann das Ende und zwar absolut zu Recht. Da braucht man nicht mehr lange warten, da muss man auch nicht lange zählen. Da ist natürlich der Ringrichter auch sehr erfahren, um genau zu wissen, in dem Moment ist es halt einfach vorbei. 32 Jahre ist er, Maiketa. Für ihn ist das noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, der schleicht sich da jetzt auf diesen leisen Sohlen über diesen Eurasia-Titel nach oben. Was ist da möglich? Geht es in Richtung Weltmeisterschaft? Das ist sicherlich momentan ein bisschen zu hoch gedacht, aber vielleicht Europameisterschaft der EBU. Sowas in der Art. Vielleicht ein anderer, ein größerer internationaler Titel eines Weltverbandes. All das wäre in Reichweite. Ja, da lächelt der Bruder, der Trainer, sogar noch viel breiter. Da kann man sehr zufrieden sein. 16. K.O. 19. Sieg insgesamt. Klasse K.O.-Quote von Maiketa und das offizielle Urteil. Die ganze Urteilsverkündung durch K.O. nach 3 Minuten in der dritten Runde. Alter Altmaier, WBC Eurasian Middleweight Champion aus München, Maiketa. Ganz starkes Ding. Mit dem Schlussgong kam auch das Aus für Kombolatov. K.O. in Runde 3. So hat er es am liebsten. Das ist der Gürtel, den er da bekommt, oder den er ja schon hatte, den er wieder bekommt, den er
wieder mitnehmen darf. WBC Eurasia Mittelgewicht. Klasse Kampf, klasse Sieg.